Epoche Europas war so religiös wie das Mittelalter. Ein Leben ohne Glauben an Gott war unvorstellbar. Außerhalb der Kirche gab es kein Heil. Auch wer nicht lesen konnte, dem erzählten die Fenster der Kathedralen von der Passion Jesu, den Wundern der Heiligen und den unendlichen Qualen der Hölle. Die Kirchenfenster der Gotik gehören zu den schönsten Kunstwerken, die das Mittelalter uns hinterlassen hat. Stück für Stück muss das zerbrechliche Glas behutsam restauriert werden. Das tausendjährige Erbe christlicher Kunst wird von den Werkstätten der Dombauhütten vor dem Verfall bewahrt. Das europäische Christentum ist nicht zuletzt das Werk der Mönche. Die meisten blieben unbekannt. Einer von ihnen lebte in Schottland. Sein Name war Edward. Ich war noch immer Novize, bis zum 5. Januar im Jahre des Herrn 1308, mein Namenstag. König Edward der Bekenner ist mein Schutzpatron. Vor Thomas, dem Abt von St. Andrews, legte ich die Profess, das Gelübde, ab. Ich bekam das Habit unseres Ordens. Was Gott in dir begonnen hat, das möge er auch vollenden. Ich gelobte Keuschheit, Gehorsam und Besitzlosigkeit. Alles sei allen gemeinsam und keiner nenne etwas sein eigen. Friede und Freude im Heiligen Geist bedeutet unser Orden. Ich weihte mein Leben unwiderruflich Gott. Erst 7 war ich, als mein Vater mich in die Obhut der Kirche gab. Wie hätte ich, Kind armer Eltern, sonst schreiben und lesen lernen können? Draußen heißt es, die Klöster seien Diebeshöhlen, die Mönche dicke Säcke mit faulem Mehl. Wir aber leben streng nach den Regeln des heiligen Benedikts. Ora et labora, bete und arbeite. Von früh bis spät kopierte ich Handschriften und studierte sie. Am meisten begeisterten mich Johannes Sacroboscos Beobachtungen der Himmelssphären. Gott schuf die Welt, steht in der Bibel. Aber woraus? Aus nichts? Muss uns nicht auch die Wissenschaft eine Antwort geben? Eines Tages wollte ich alles darüber wissen. Im Mittelalter lag der Wissensschatz in den Händen der Kirche. In der Kathedrale von Hereford in England hat sich eine besondere Bibliothek erhalten, die Chained Library. In ihr sind die Bücher angekettet. So wertvoll, oft unersetzlich waren sie. Ehe Universitäten gegründet wurden, waren Klöster und Domschulen die Wissenschaftszentren Europas. Im Kloster St. Gallen ist aus dem 9. Jahrhundert ein einzigartiges Pergament erhalten. Der älteste Bauplan für ein Kloster nach den Regeln des heiligen Benedikt. Innerhalb der Mauern soll sich auch alles Notwendige befinden. Wasser, Mühle und Garten und die Handwerke. Tausende Klöster gab es in Europa. Eine Arbeitsgruppe der Technischen Hochschule Darmstadt erforscht, was es mit dem Klosterplan auf sich hat. Der St. Gallener Klosterplan wird als Idealplan eines Klosters bezeichnet. Und für uns war die Fragestellung, ist es nun ein Bauplan oder ist es ein Organigramm, das heißt eine Skizze, in dem alles vorhanden ist, was ein Kloster, eine Klosterstadt braucht. Es ist faszinierend, dieser Plan, weil viele Klöster Jahrhunderte danach nach diesem Vorbild scheinbar gestaltet wurden. Ob er tatsächlich eine Art Masterplan war, untersuchen Stadtplaner, Historiker, Architekten und Kunstwissenschaftler zusammen mit Informatikern. Am Computer simulieren sie Anlage und Bau des Modellklosters in verschiedenen Landschaften. Sie übertragen den Masterplan von St. Gallen auf bergige, auf hügelige und auf ebene Geländeprofile. Die großen Klöster des Abendlandes wurden in gleicher Weise gebaut. Sie waren die Gründer- und Innovationszentren des Mittelalters, schufen die Grundlagen für eine moderne Infrastruktur in Europa. Die Klöster hatten sich nicht nur selbst zu versorgen. Sie waren auch marktorientiert und unterhielten hochentwickelte Produktionsbetriebe, die nach Grundsätzen modernen Managements geführt wurden. Für das Heil der Seele und im Namen Gottes. Im Zentrum ist natürlich das Religiöse, aber wir haben auch den Bereich des Handwerks. Des Handwerks, das wären heute die Industriegebiete. Es gibt den Bereich der Bildung, der Schule. Es gibt den Bereich des Internats. Es gibt den Bereich des Krankenhauses, des Ärztehauses.
wenn man so will, ist hier der Klostergarten, den verknüpft beispielsweise mit den Rezepten, die man kennt. Das kann man als pharmazeutische Industrie darlegen. Wir haben den Bereich der Lebensmittelerzeugung im Sinne von Viehzucht, wenn man so will, auch sagen wir, von Fahrzeugen oder von Tieren, die den Transport ermöglichen. Wir haben im Plan Gästehäuser unterschiedlichster Art. Wir haben zum Beispiel für die Pilger Gästehäuser, wir haben für hohe Gäste ja fast schon hotelähnliche Anlagen. Wenn man all das einfach mal überträgt auf unsere heutigen Städte, ist im Grunde genommen in diesem Plan die moderne europäische Stadt, wie sie heute noch existiert, die dann auch Vorbild wurde für andere Städte, in diesem Plan enthalten. Nach der Arbeit und dem letzten Gebet war Nachtruhe befohlen. Ich aber las oft heimlich im Buch der Himmelssphären. Über die Schöpfung schreiben französische Gelehrte: Am Anfang war Materie. Gott ist keine Wirkursache. Das hieße aber, Gott ist nicht allmächtig? Gab es das Universum schon, bevor Gott die Erde schuf? So zu denken ist gottlose Ketzerei. Irrlehren werden mit der Hölle bestraft. Maledize. Der Tractatus de Sphaera war nicht nur mein liebstes Buch, es war auch kaum zu ersetzen. Der ganze Stolz unserer Klosterbibliothek. Ich hatte mich eines schweren Vergehens schuldig gemacht. Zur Strafe erteilte mein Abt mir den Auftrag, in Toledo, im Königreich Kastilien, eine neue Abschrift des Buches zu beschaffen. Und zur Besserung der Fehler und zum Erhalt der Liebe sollte ich zum Grab des heiligen Apostel Jakobus pilgern, um meine schwere Schuld zu tilgen. Ich würde lange, sehr lange, vielleicht ein ganzes Jahr unterwegs sein. In einer mir fremden Welt. Heiliger Jakob, geleite uns durchs Erdental auf kurzer Pilgerschaft zum ewigen Friedenssaal. Deine Huld erwirke Verzeihung aller Schuld. Über 3000 Kilometer hatte Edward vor sich auf dem harten Weg, wie Petrarca die Wallfahrt zum Grab des Apostel Jakobus nannte, zu Fuß. Jenseits des Ärmelkanals würde er auf die Hauptroute in den Süden stoßen. Zu Tausenden waren dort Pilger auf der Nordroute über Paris und Bordeaux nach Santiago de Compostela unterwegs. Pilger aus Böhmen und dem Alpenraum kamen auf südlichen Routen bis zum Sammelpunkt Roncesvalles. Von da führte der Jakobsweg durch die Pyrenäen bis ans Ende der Welt, Finis Terrae. Aber woher kannten die Pilger den Weg? Woher wussten sie, wie weit sie Tag für Tag zu gehen hatten und wo man über Nacht bleiben konnte? Pater Maria Diaz Fernandez holt die wertvollste Handschrift aus dem Archiv der Kathedrale von Santiago de Compostela. Das Buch des heiligen Jakobus, der sogenannte Codex Calixtus, wurde um 1150 von einem erfahrenen Pilger geschrieben. Warum zögerst du, Freund des heiligen Jakobus, nach diesem Ort aufzubrechen, wo sich nicht nur alle Völker und Sprachen treffen, sondern auch die Sünden der Menschen vergeben werden? Für mich ist das fünfte Buch des Codex Calixtus am interessantesten, der Pilgerführer. Auch wenn es damals noch keinen Tourismus gab, sondern nur Pilger. Heutzutage würde man sagen, es war der erste Touristenführer Europas. Land und Leute auf dem Weg nach Santiago wurden beschrieben. Die Höhe der Zölle, die Gefahren und die Sehenswürdigkeiten. Der Codex Calixtus war der Routenplaner der Pilger. Im Baskenland verläuft der Jakobsweg über einen sehr bedeutenden Berg, der Caesarpass heißt. Sein Anstieg misst 8 Meilen. Wer ihn besteigt, glaubt, mit eigener Hand an den Himmel reichen zu können. Nicht nur Junge, auch Alte, ja selbst Gebrechliche und Kranke nahmen die Strapazen auf sich in der Hoffnung auf ein Wunder. Jeder Pilger war gehalten, einige Steine auf die Pässe mitzunehmen und sie dort als Wegzeichen aufzuschichten. Europa, so schrieb Cervantes, wurde durch die Pilger gemacht. Noch heute kann man auf denselben Wegen wie im Mittelalter durch die Pyrenäen wandern. Wie viele Herbergen nahm auch das Kloster San Juan de la Peña Pilger auf. Die Hospize sind dort errichtet, wo es nötig war. Es sind heilige Orte, Häuser Gottes. Den Pilgern zur Erquickung, den Ermatteten zur Ruhe
den Kranken zum Trost und den Lebenden zur Hilfe. Die Pilger, seien sie nun arm oder reich, müssen von allen aufgenommen und hochgeachtet werden. Wo preiswert und gut, wo teuer und schlecht Essen und Trinken war, auch darüber gab der Codex Calixtus Auskunft. In einem wichtigen Kapitel des Codex Calixtus geht es um die Qualität des Bodens und des Wassers. Es werden Flüsse mit genießbarem Wasser erwähnt, aber auch verseuchte Flüsse, aus denen die Pilger nicht trinken sollten, weil sie giftig seien. Man sagt, dabei sei ein bisschen Betrug im Spiel gewesen. So steht über die Region Rioja, dort seien die Flüsse verseucht. Man vermutet dahinter die Interessen der Wirte, die ihren Wein an die Pilger verkaufen wollten. Aber das ist nur unsere persönliche Meinung. Nicht überall stießen die Pilgertouristen auf Betrug und Nepp. In vielen christlichen Hospizen wurden sie von Ordensbrüdern selbstlos versorgt. Ich hatte oft in die Mitte zu rücken, dem jeweils Vornehmsten war Platz zu machen. Das war auf der Pilgerreise das einzige Zugeständnis an die höheren Stände. Ansonsten teilten wir uns christlich Flöhe und Wanzen und den kurzen Schlaf. Noch vor Sonnenaufgang würden wir weiterziehen. Doch kaum hatten wir in den Schlaf gefunden, wurden wir wieder geweckt. Ein Zug von Flagellanten kam am Hospiz vorbei. Sie mussten viel zu büßen haben. Sie fürchteten Hölle und ewige Verdammnis. Nichts beherrschte die Menschen des Mittelalters mehr als die Angst vor der Hölle. Das jüngste Gericht des Malers Roger van der Weyden. Menschen aus der ganzen Welt pilgern heute noch nach Beaune in Frankreich, um in der Kapelle des Armenhospizes eines der schönsten Altarbilder des Mittelalters zu bewundern. Die Tafeln erzählen von der Hoffnung der Menschen, ins Paradies zu kommen, aber auch von ihrer Furcht. Am jüngsten Tag wird Gott Gericht halten. Wundert euch nicht, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden alle zusammenholen. Und die das Gute getan haben, werden hervorgehen zur Auferstehung des Lebens. So wird es sein am Ende der Welt. Die Engel werden ausziehen, von den Gerechten die Bösen absondern. Und sie werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Das ist die Hölle. Für die Menschen des Mittelalters war das keine bloße Horrorvorstellung. Die Angst war so real, dass sie den frommen Massentourismus der Pilger in Bewegung setzte. Nach Wochen und Monaten der Strapazen erreichten wir endlich den Monte del Gozo, den Berg der Freude. Ich wurde Pilgerkönig, denn ich hatte als erster die Kathedrale gesehen, in der die Reliquien des heiligen Jakobus gehütet werden. Den Trauernden wird hier Trost zuteil. Für den Klopfenden aber tut sich am Grab des Heiligen der Himmel auf. Der Botafumeiro wird in die Kathedrale getragen, um die Pilger während der Messe einzuräuchern. Der Brauch ist einzigartig auf der Welt. Seit 900 Jahren gibt es für den Weihrauchkessel eine eigene Bruderschaft. Jeder der 7 Männer hat eine genau festgelegte Aufgabe. Ohne Unterlass wird der Leichnam des Apostels durch göttliche Düfte verehrt. Und Engel feiern ihn durch ihre Gunstbezeugungen. Der heilige Jakob war einer der Lieblingsjünger Jesu. In der Stunde seines Todes war er bei ihm. Er war der erste Apostel, der als Märtyrer starb. Santiago de Compostela gehörte zu den beliebtesten Wallfahrtsorten der Christenheit. Wallfahrten waren eine grandiose Geschäftsidee des Mittelalters. Die Pilger ließen in Santiago ihr Reisegeld in Hotels, Schenken und Bordellen. Sie machten aber auch der Kirche reiche Geschenke und stifteten für ihr Seelenheil. So glänzt massives Gold in der Kathedrale.
Die heilige Stadt hatte aber auch den Ruf eines Sündenbabels. Ach Gott, wie ist verderbt all Welt! Wie wenig zählt noch dein Gebot! Wie fleischlich ist der geistlich Stand, und Ehebruch gar keine Schand. Ich ging ahnungslos in eines der Badehäuser. Niemand fand etwas dabei, zu den Frauen in die Zuber zu steigen. Niemand sage, Gott versuche ihn zum Bösen. Ein jeglicher wird von seiner eigenen Lust verlockt. Und doch war ich versucht. Meerstern, Morgenrot. O Palme, Sonnenklare. O Rose, Wunderbare. Du Honigfluss, du Sternenstraße. O selige Freudenstunde, o süßes Gut, o Augenweide, o Gold, o Perl, o Edelstein, o rotes, reines Elfenbein. Meerstern, Morgenrot, öffne deine Pforte! Was war nur mit mir geschehen? Hatte ich mein Gelübde gebrochen? Enthaltsamkeit ist nicht unbedingt eine Tugend. Aber ich hatte Keuschheit gelobt. In Santiago de Compostela gelobten die Pilger, ihr sündiges Leben hinter sich zu lassen. Als Zeichen dafür verbrannten sie ihre verdreckten Mäntel und Kutten und kleideten sich neu ein. Santiago wird liebevoll der heilige Jakob genannt, der Wunder vollbrachte. Kranke werden hier gesund, Blinde sehend und Besessene sehen sich vom Dämon befreit. Auch ich hatte meine Sünden getilgt, aber mein Auftrag war noch nicht erfüllt. Sacrobosco's Buch musste ich noch finden. Hoffentlich in Toledo. Auf dem Weg dorthin kam ich durch La Mancha. Dort herrschten einst die Kalifen von Cordoba. Die Windmühlen, die die Araber nach Europa brachten, waren ein großer Fortschritt. Ohne sie wäre die Versorgung der Städte nicht denkbar gewesen. Ganz plötzlich verstummte die Natur. Kein Vogelgezwitscher, kein Eselschrei mehr. Der Wind legte sich. Unheimliche Stille herrschte. Der Mond schob sich vor die Sonne, der Tag wurde zur Nacht. Davon hatte ich gelesen, es aber nie geglaubt. Nun sah ich es mit eigenen Augen. Ketzer sagen, Gott äußert sich nicht durch Zeichen am Himmel. Mir scheint das vernünftig, auch wenn es der Lehre der Kirche und dem Glauben vieler widerspricht. Die Einfältigen hielten das Ende der Welt für gekommen. Aber es war nur eine Naturerscheinung. Schon nach wenigen Augenblicken gab der Mond die Sonne wieder frei. Mit solchen Himmelsscheiben, Astrolabien, lassen sich der Stand der Sterne messen und die Bahnen der Gestirne berechnen. Mit den Arabern kamen diese astronomischen Instrumente nach Spanien. Bevor die Europäer selbst Fortschritte in den Wissenschaften machen konnten, sagte der Historiker Montgomery Watt, mussten sie erst einmal von den Arabern alles lernen, was zu lernen war. Das half ihnen auch bei Kalenderberechnungen. Denn die christlichen Gelehrten wollten vor allem eines wissen: wann das Ende der Welt bevorstand. Allein Gott Vater wusste, wann der jüngste Tag sich ereignen wird. Doch die Menschen waren neugierig. Obwohl sie seine Stunde nicht berechnen durften, kümmerten sie sich um diese Berechnung und versuchten, die Zeichen, die ihm vorangingen, entsprechend zu deuten. Zeichen am Himmel etwa, Zeichen unter den Planeten, unter den Fixsternen. Und auf diese Weise drang man immer tiefer in die wissenschaftliche Erforschung der Natur ein. So kann man sagen, die Angst vor dem jüngsten Tag hat die europäische Naturwissenschaft hervorgebracht. Das Spanien der maurischen Kalifen war lange das Zentrum der Wissenschaft in Europa. Die Reconquista engte ihre Herrschaft auf Granada ein. Auch nach der Eroberung durch die Christen blieb Toledo eine Stadt dreier Kulturen. Der König und der Erzbischof sorgten klugerweise dafür, dass Araber, Juden und Christen hier lange Zeit verträglich zusammenlebten. So machten sie die Stadt zu einem Wissenschaftszentrum ersten Ranges. Gelehrte Mönche, Äbte, Professoren aus ganz Europa kamen nach Toledo, oft auf der Suche nach Schriften der Griechen und Römer und neuen wissenschaftlichen Werken. In Übersetzerschulen arbeiteten christliche Wissenschaftler mit arabischen und jüdischen zusammen. Gemeinsam übersetzten sie Schriften aus der Antike, die nur auf Arabisch und Hebräisch überliefert waren, ins Kastilische. Christen übertrugen sie anschließend ins Lateinische.
Werke der Astronomie, Geometrie, Mathematik, Medizin, Philosophie und Alchemie. Auf diesem verschlungenen Weg wurde dem Abendland die Wissenschaft der Antike und der Araber zugänglich. Und es eröffnete sich eine neue Art zu rechnen. In Spanien rechnete man sowohl nach römischer Art auf Rechentüchern als auch mit dem neuen Dezimalsystem. Die Araber hatten es von den Indern übernommen und in Europa eingeführt. Aus der arabischen Bezeichnung Sifre für die Null als Leerstelle auf dem Rechentuch wurde unsere Ziffer. Damit revolutionierten sie das Rechnen und die höhere Mathematik. Das neue System wurde keineswegs ohne Widerstände aufgenommen. Es gab vor allem kirchliche Gründe, die sich gegen dieses System wandten. Man darf schließlich nicht vergessen, es war ein sogenanntes heidnisches System. Es kam von den Muslimen, also von den Ungläubigen. Und diese Muslime hatten offenbar auch etwas besonders Teuflisches mit eingepackt in dieses System, nämlich diese Null. Die Null, die ja eigentlich nichts bedeutet, sie ist ein Nichts, dann aber, wenn man sie einer Zahl hintansetzt, verzehnfacht sie ihren Wert. Das war vielen Leuten nicht geheuer. Doch vielen Leuten, wie gesagt, die damit Umgang haben wollten. Und sie haben es vorgezogen, weiterhin mit den römischen Zahlen zu schreiben und auf den Linien zu rechnen. Endlich war ich am Ziel und entdeckte das Buch, nach dem ich gesucht hatte. Und ich beichtete, dass das kostbare Buch durch meinen Leichtsinn und meinen Ungehorsam verbrannt war. Konnte ich es hier erwerben und nach Hause bringen? Der Bibliothekar versprach, nach einer Abschrift zu sehen. Ich konnte hoffen, denn nie zuvor hatte ich eine so reichhaltige Bibliothek gesehen. Mit dem Wissensschatz der Antike und der arabischen Welt. Eine der wertvollsten und größten Sammlungen arabischer Handschriften besitzt die Universität Leiden. Aristoteles, Hippokrates, Ptolemäus, Galen, Euklid. Ohne arabische Gelehrte und Übersetzer wäre vieles von ihrem Wissen verloren gegangen. Die Ausmessung des Kreises, das Lehrbuch der Geometrie des Archimedes. Von Dioskurides, die Materia Medica. Es enthält nicht nur botanisches Wissen, es war das Standardwerk der Pharmakologie seiner Zeit, der Arzneimittelkunde. Besondere Bedeutung hatten Astronomie und Astrologie für die Araber. Aus endlosen Zahlentabellen mit den Stellungen der Gestirne berechneten sie Horoskope und sagten künftige Ereignisse voraus. Die arabischen Gelehrten in Spanien übersetzten die antiken Werke nicht nur, sie kommentierten sie auch. Aus diesen Randnotizen entstanden dann eigene wissenschaftliche Werke. Sie wurden zum Grundlagenwissen des christlichen Abendlandes, besonders in den Naturwissenschaften. De duobus principiis. Über die zwei Prinzipien? Nach der Lehre der Kirche gibt es nur ein Prinzip, das Göttliche. Noch nie hatte ich von diesem Buch gehört. Wie froh war ich, Sacrobosco's De Sphaera für unsere Bibliothek wieder zu erwerben. Damit hatte ich den Auftrag meines Abtes erfüllt. Der Bibliothekar machte mir aber noch das Buch über die zwei Prinzipien zum Geschenk, das mein Interesse erregt hatte. Es enthalte andere Ansichten über Gott und den Teufel, sagte er. Von Toledo aus begann ich meinen Rückweg. Über Frankreich wollte ich zurück in meine geliebte Heimat. Ein gutes Jahr war ich nun unterwegs, jetzt auf unbekannten Pfaden. Im Buch über das gute und das böse Prinzip las ich, Gott selber habe den Satan geschaffen. Das Böse, die Dunkelheit, die Begierden der Menschen und das Mörderische in der Welt. Das sind ketzerische Gedanken. Wer ihnen anhängt, muss die heilige Inquisition fürchten, wie die Katharer, durch deren Land ich irrte. Aber wer will wissen, was richtig ist? Kann man von Gott mehr erkennen, als dass er existiert? Ist es nicht besser, sich mit Naturwissenschaften zu befassen, als nur mit Glaubensfragen? Es sind ketzerische Gedanken, aber ich konnte sie nicht bannen. Die letzte Hochburg der Ketzer war Montségur. Sie galt der Inquisition als Caput Draconis, als Kopf des Drachens, den es abzuschlagen galt. Im Jahr 1244, nach monatelanger Belagerung, mussten sich die Katharer den Soldaten des Königs ergeben. Diese machten kurzen Prozess. 205 Ketzer starben in den Flammen der Scheiterhaufen am Montségur.
Überall, in Narbonne, Perpignan, Toulouse, bekannten sich viele zu den Katharern. Zwar hatten Kreuzfahrer und Söldner die Ketzer im Languedoc im Süden Frankreichs besiegt, aber auslöschen konnten sie ihren Glauben nicht. Im Jahr 1308 beginnt im Languedoc eine neue Verfolgungswelle. Die Burg von Montaillou wird zerstört. Die Bewohner des Dorfes werden von den Soldaten der Inquisition verhaftet. Sie werden nach Carcassonne abgeführt, wo die Inquisition Gericht hält. Ich erlebte, wie ein ganzes Dorf der Ketzerei verdächtigt wurde. Die armen Menschen. Sie gelten als tiefgläubig, verurteilen den Prunk der Kirche. Und Besitz gilt ihnen, wie uns Mönchen, nicht viel. Als Augenzeuge war ich nicht gern gesehen. Obendrein hielt einer der Schergen der Inquisition das Buch über die zwei Prinzipien für eine Bibel der Katharer. Aber ich bezweifle, dass er überhaupt lesen konnte. Als Inquisitor gegen die verruchte und perverse Häresie der Katharer hatte Papst Gregor IX. Den Benediktiner Geoffroy d'Ably eingesetzt. Ihm zur Seite stand Bernard Guy in Toulouse, der im Namen der Rose zu trauriger Berühmtheit gelangte. Noch heute sind in Carcassonne die Spuren der Inquisition zu finden. Wir befinden uns hier in einem der beiden Inquisitionstürme, auch Türme des Rechts genannt. Hier bewahrten die Inquisitoren den größten Teil ihres Archivs auf. Die Legende erzählt, dass das Archiv an Haken an der Decke aufgehängt war. Sie sind noch heute zu sehen. Aus den Details der Zeugenaussagen haben wir die Prozessprotokolle des Tribunals rekonstruieren können. Und dadurch kennen wir die einzelnen Ketzer besser und auch den Ablauf des Inquisitionsverfahrens. Statt wie bisher Ketzer willkürlich zu verurteilen, führten sie Untersuchungsverfahren ein. Nicht mehr Gottesbeweise entschieden über Schuld oder Unschuld, sondern ein Inquisitor ermittelte, ehe er urteilte. Der Prozess begann mit der Vereidigung der Angeklagten und der Zeugen. Sie war zugleich auch Beweisaufnahme. Das hatte es zuvor noch nicht gegeben. Den Eid nachzusprechen, war für überzeugte Katharer allerdings ein Problem. Ihr Glaube verbat es. So galt, wer den Schwur verweigerte, der Ketzerei so gut wie überführt. Aber die Angeklagten konnten sich verteidigen und Widerspruch einlegen. Ein Schreiber hatte alle Aussagen zu protokollieren. Man stellt sich das Mittelalter immer als ein dunkles Zeitalter vor, geprägt von der Inquisition, von willkürlichen Grausamkeiten, von Scheiterhaufen. Aber die Inquisitionsverfahren, wie sie im 14. Jahrhundert entwickelt wurden, haben in großem Maße das moderne Rechtssystem beeinflusst. Das gilt für das Untersuchungsverfahren ebenso wie für die Befragung der Zeugen und die Schuldermittlung, obwohl es Geheimprozesse waren. Wer sich vor der Inquisition zu den Katharern bekannte, wurde den weltlichen Gerichten übergeben. Sie bestraften Ketzerei mit dem Tod auf dem Scheiterhaufen. Wer sich allerdings von den Katharern lossagte, kam frei, musste aber ein gelbes Kreuz auf der Kleidung tragen. Nicht jeder von ihnen hat den Mut zum Märtyrer, aber ist das verwerflich? Was wie eine Festung aussieht, ist die Kathedrale von Albi. Die Stadt war einst ein Zentrum der Katharer. Nach ihrer Niederwerfung mit Feuer und Schwert wurde 1287 die Kathedrale gebaut, als Burg des rechten Glaubens. Im Chor der Kirche hat sich das größte Wandgemälde des Mittelalters erhalten, das Jüngste Gericht. Es sollte Ermunterung und Mahnung für alle Katholiken, Warnung für alle Ketzer sein. Am Tag der Auferstehung von den Toten würde Gott Gericht halten. Nur den Rechtgläubigen stand das Paradies offen. Ketzern würde es auf ewig verschlossen bleiben. Widerspruch zum katholischen Glauben, wie ihn der Papst und die Inquisition definierten, wurde nicht nur mit dem Scheiterhaufen, sondern auch mit ewiger Verdammnis bestraft. Ich hatte nichts zu befürchten, denn anders als die Katharer konnte ich reinen Gewissens den Schwur leisten. Gegen Sacroboscos Buch über die Himmelssphären hatte der Inquisitor nichts einzuwenden. Aber die Katharer-Bibel, wie er das ketzerische Buch über die zwei Prinzipien nannte, zog er ein. Gott sei Dank, ich war frei und der kostbare Bücherschatz für mein Kloster gerettet. Das Land der Katharer ließ ich gerne hinter mir, auch wenn mir nicht alles fremd war, was sie dachten.
Zwei Jahre und drei Monate, nachdem ich an den Gräbern der Apostel gebetet hatte, kehrte ich, reicher an Gnaden und Wissen, zu meinen schottischen Brüdern zurück. Das Buch, das durch meinen Ungehorsam verbrannt war, wird wieder in unserer Bibliothek stehen. Meine Mitbrüder drängten mich, ihnen von meinen Erlebnissen in der Welt zu berichten. Doch manches ist nur für die Ohren meines Beichtvaters bestimmt. Mein Abtrieb. Eltern kamen mit ihrem jüngsten Sohn. Er sollte einmal Kleriker werden. Auch ich war als Kind gekommen. Anfangs ist es grausam. Meine Eltern wünschten, dass ich einmal Abt von St. Andrews würde. Eine schwere Verantwortung, wenn man wie Bruder Anselm von Canterbury denkt. Ratio, Judex debet esse omnium, quae sunt in homine. Nicht der Glaube, die Vernunft muss Richter sein über alles, was im Menschen ist. Santiago de Compostela gehörte zu den beliebtesten Wallfahrtsorten der Christenheit. Wallfahrten waren eine grandiose Geschäftsidee des Mittelalters. Die Pilger ließen in Santiago ihr Reisegeld in Hotels, Schenken und Bordellen. Sie machten aber auch der Kirche reiche Geschenke und stifteten für ihr Seelenheil. So glänzt massives Gold in der Kathedrale. Die heilige Stadt hatte aber auch den Ruf eines Sündenbabels. Ach Gott, wie ist verderbt all Welt! Wie wenig zählt noch dein Gebot! Wie fleischlich ist der geistliche Stand und Ehebruch gar keine Schand. Ich ging ahnungslos in eines der Badehäuser. Niemand fand etwas dabei, zu den Frauen in die Zuber zu steigen. Niemand sage, Gott versuche ihn zum Bösen. Ein jeglicher wird von seiner eigenen Lust verlockt. Und doch war ich versucht. Meerstern, Morgenrot. O Palme, Sonnenklare. O Rose, Wunderbare, du Honigfluss, du Sternenstraße. O selige Freudenstunde, o süßes Gut, o Augenweide, o Gold, o Perl, o Edelstein, o rotes, reines Elfenbein. Meerstern, Morgenrot, öffne deine Pforte. Was war nur mit mir geschehen? Hatte ich mein Gelübde gebrochen? Enthaltsamkeit ist nicht unbedingt eine Tugend. Aber ich hatte Keuschheit gelobt. In Santiago de Compostela gelobten die Pilger, ihr sündiges Leben hinter sich zu lassen. Als Zeichen dafür verbrannten sie ihre verdreckten Mäntel und Kutten und kleideten sich neu ein. Santiago wird liebevoll der heilige Jakob genannt, der Wunder vollbrachte. Kranke werden hier gesund, Blinde sehend und Besessene sehen sich vom Dämon befreit. Auch ich hatte meine Sünden getilgt, aber mein Auftrag war noch nicht erfüllt. Sacrobosco's Buch musste ich noch finden, hoffentlich in Toledo. Auf dem Weg dorthin kam ich durch La Mancha. Dort herrschten einst die Kalifen von Cordoba. Die Windmühlen, die die Araber nach Europa brachten, waren ein großer Fortschritt. Ohne sie wäre die Versorgung der Städte nicht denkbar gewesen. Ganz plötzlich verstummte die Natur. Kein Vogelgezwitscher, kein Eselschrei mehr. Der Wind legte sich. Unheimliche Stille herrschte. Der Mond schob sich vor die Sonne, der Tag wurde zur Nacht. Davon hatte ich gelesen, es aber nie geglaubt. Nun sah ich es mit eigenen Augen. Ketzer sagen, Gott äußert sich nicht durch Zeichen am Himmel. Mir scheint das vernünftig, auch wenn es der Lehre der Kirche und dem Glauben vieler widerspricht. Und sie von Ordensbrüdern selbstlos versorgt. Ich hatte oft in die Mitte zu rücken, dem jeweils Vornehmsten war Platz zu machen. Das war auf der Pilgerreise das einzige Zugeständnis an die höheren Stände. Ansonsten teilten wir uns christlich Flöhe und Wanzen und den kurzen Schlaf. Noch vor Sonnenaufgang würden wir weiterziehen. Doch kaum hatten wir in den Schlaf gefunden, wurden wir wieder geweckt. Ein Zug von Flagellanten kam am Hospiz vorbei. Sie mussten viel zu büßen haben. Sie fürchteten Hölle und ewige Verdammnis. Nichts beherrschte die Menschen des Mittelalters mehr als die Angst vor der Hölle. Das jüngste Gericht des Malers Roger van der Weyden. Menschen aus der ganzen Welt pilgern heute noch nach Beaune in Frankreich, um in der Kapelle des Armenhospizes eines der schönsten Altarbilder des Mittelalters zu bewundern.
Die Tafeln erzählen von der Hoffnung der Menschen, ins Paradies zu kommen, aber auch von ihrer Furcht. Am jüngsten Tag wird Gott Gericht halten. Wundert euch nicht. Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden, und sie werden alle zusammenholen. Und die das Gute getan haben, werden hervorgehen zur Auferstehung des Lebens. So wird es sein am Ende der Welt. Die Engel werden ausziehen, von den Gerechten die Bösen absondern. Und sie werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Das ist die Hölle. Für die Menschen des Mittelalters war das keine bloße Horrorvorstellung. Die Angst war so real, dass sie den frommen Massentourismus der Pilger in Bewegung setzte. Nach Wochen und Monaten der Strapazen erreichten wir endlich den Monte del Gozzo, den Berg der Freude. Ich wurde Pilgerkönig, denn ich hatte als erster die Kathedrale gesehen, in der die Reliquien des heiligen Jakobus gehütet werden. Den Trauernden wird hier Trost zuteil. Für den Klopfenden aber tut sich am Grab des Heiligen der Himmel auf. Der Botafumeiro wird in die Kathedrale getragen, um die Pilger während der Messe einzuräuchern. Der Brauch ist einzigartig auf der Welt. Die Null, die ja eigentlich nichts bedeutet, sie ist ein Nichts, dann aber, wenn man sie einer Zahl hintansetzt, verzehnfacht sie ihren Wert. Das war vielen Leuten nicht geheuer. Doch vielen Leuten, wie gesagt, die damit Umgang haben wollten. Und sie haben es vorgezogen, weiterhin mit den römischen Zahlen zu schreiben und auf den Linien zu rechnen. Endlich war ich am Ziel und entdeckte das Buch, nach dem ich gesucht hatte. Und ich beichtete, dass das kostbare Buch durch meinen Leichtsinn und meinen Ungehorsam verbrannt war. Konnte ich es hier erwerben und nach Hause bringen? Der Bibliothekar versprach, nach einer Abschrift zu sehen. Ich konnte hoffen, denn nie zuvor hatte ich eine so reichhaltige Bibliothek gesehen. Mit dem Wissensschatz der Antike und der arabischen Welt. Eine der wertvollsten und größten Sammlungen arabischer Handschriften besitzt die Universität Leiden. Aristoteles, Hippokrates, Ptolemäus, Galen, Euklid. Ohne arabische Gelehrte und Übersetzer wäre vieles von ihrem Wissen verloren gegangen. Die Ausmessung des Kreises, das Lehrbuch der Geometrie des Archimedes. Von Dioskurides, die Materia Medica. Es enthält nicht nur botanisches Wissen, es war das Standardwerk der Pharmakologie seiner Zeit, der Arzneimittelkunde. Besondere Bedeutung hatten Astronomie und Astrologie für die Araber. Aus endlosen Zahlentabellen mit den Stellungen der Gestirne berechneten sie Horoskope und sagten künftige Ereignisse voraus. Die arabischen Gelehrten in Spanien übersetzten die antiken Werke nicht nur, sie kommentierten sie auch. Aus diesen Randnotizen entstanden dann eigene wissenschaftliche Werke. Sie wurden zum Grundlagenwissen des christlichen Abendlandes, besonders in den Naturwissenschaften. De duobus principiis. Über die zwei Prinzipien? Nach der Lehre der Kirche gibt es nur ein Prinzip, das Göttliche. Noch nie hatte ich von diesem Buch gehört. Wie froh war ich, Sacroboscos de Sphaera für unsere Bibliothek wieder zu erwerben. Damit hatte ich den Auftrag meines Abtes erfüllt. Der Bibliothekar machte mir aber noch das Buch über die zwei Prinzipien zum Geschenk, das mein Interesse erregt hatte. Es enthalte andere Ansichten über Gott und den Teufel, sagte er. Von Toledo aus begann ich meinen Rückweg. Über Frankreich wollte ich zurück in meine geliebte Heimat. Ein gutes Jahr war ich nun unterwegs, jetzt auf unbekannten Pfaden. Im Buch über das gute und das böse Prinzip las ich, Gott selber habe den Satan geschaffen. Das Böse, die Dunkelheit, die Begierden der Menschen und das Mörderische in der Welt. Das sind ketzerische Gedanken. Wer ihnen anhängt, muss, land ich irrte.
Aber wer will wissen, was richtig ist? Kann man von Gott mehr erkennen, als dass er existiert? Ist es nicht besser, sich mit Naturwissenschaften zu befassen, als nur mit Glaubensfragen? Es sind ketzerische Gedanken, aber ich konnte sie nicht bannen. Die letzte Hochburg der Ketzer war Montségur. Sie galt der Inquisition als Caput Draconis, als Kopf des Drachens, den es abzuschlagen galt. Im Jahr 1244, nach monatelanger Belagerung, mussten sich die Katharer den Soldaten des Königs ergeben. Diese machten kurzen Prozess. 205 Ketzer starben in den Flammen der Scheiterhaufen am Montségur. Überall, in Narbonne, Perpignan, Toulouse, bekannten sich viele zu den Katharern. Zwar hatten Kreuzfahrer und Söldner die Ketzer im Languedoc im Süden Frankreichs besiegt, aber auslöschen konnten sie ihren Glauben nicht. Im Jahr 1308 beginnt im Languedoc eine neue Verfolgungswelle. Die Burg von Montaillou wird zerstört. Die Bewohner des Dorfes werden von den Soldaten der Inquisition verhaftet. Sie werden nach Carcassonne abgeführt, wo die Inquisition Gericht hält. Ich erlebte, wie ein ganzes Dorf der Ketzerei verdächtigt wurde. Die armen Menschen. Sie gelten als tiefgläubig, verurteilen den Prunk der Kirche. Und Besitz gilt ihnen, wie uns Mönchen, nicht viel. Als Augenzeuge war ich nicht gern gesehen. Obendrein hielt einer der Schergen der Inquisition das Buch über die zwei Prinzipien für eine Bibel der Katharer. Aber ich bezweifle, dass er überhaupt lesen konnte. Als Inquisitor gegen die verruchte und perverse Häresie der Katharer hatte Papst Gregor IX. Den Benediktiner Geoffroy d'Ably eingesetzt. Ihm zur Seite stand Bernard Guy in Toulouse, der im Namen der Rose zu trauriger Berühmtheit gelangte. Noch heute sind in Carcassonne die Spuren der Inquisition zu finden. Wir befinden uns hier in einem der beiden Inquisitionstürme, auch Türme des Rechts genannt. Hier bewahrten die Inquisitoren den größten Teil ihres Archivs auf. Die Legende erzählt, dass das Archiv an Haken an der Decke aufgehängt war. Sie sind noch heute zu sehen. Aus den Details der Zeugenaussagen haben wir die Prozessprotokolle des Tribunals rekonstruieren können. Und dadurch kennen wir die einzelnen Ketzer besser und auch den Ablauf des Inquisitionsverfahrens. Statt wie bisher Ketzer willkürlich zu verurteilen, führten sie Untersuchungsverfahren ein. Nicht mehr Gottesbeweise entschieden über Schuld oder Unschuld, sondern ein Engel werden ausziehen. Von den Gerechten die Bösen absondern. Und sie werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Das ist die Hölle. Für die Menschen des Mittelalters war das keine bloße Horrorvorstellung. Die Angst war so real, dass sie den frommen Massentourismus der Pilger in Bewegung setzte. Nach Wochen und Monaten der Strapazen erreichten wir endlich den Monte del Gozo, den Berg der Freude. Ich wurde Pilgerkönig, denn ich hatte als erster die Kathedrale gesehen, in der die Reliquien des heiligen Jakobus gehütet werden. Den Trauernden wird hier Trost zuteil. Für den Klopfenden aber tut sich am Grab des Heiligen der Himmel auf. Der Botafumeiro wird in die Kathedrale getragen, um die Pilger während der Messe einzuräuchern. Der Brauch ist einzigartig auf der Welt. Seit 900 Jahren gibt es für den Weihrauchkessel eine eigene Bruderschaft. Jeder der 7 Männer hat eine genau festgelegte Aufgabe. Ohne Unterlass wird der Leichnam des Apostels durch göttliche Düfte verehrt. Und Engel feiern ihn durch ihre Gunstbezeugungen. Der heilige Jakob war einer der Lieblingsjünger Jesu. In der Stunde seines Todes war er bei ihm. Er war der erste Apostel, der als Märtyrer starb. Santiago de Compostela gehörte zu den beliebtesten Wallfahrtsorten der Christenheit.
Wallfahrten waren eine grandiose Geschäftsidee des Mittelalters. Die Pilger ließen in Santiago ihr Reisegeld in Hotels, Schenken und Bordellen. Sie machten aber auch der Kirche reiche Geschenke und stifteten für ihr Seelenheil. So glänzt massives Gold in der Kathedrale. Die heilige Stadt hatte aber auch den Ruf eines Sündenbabels. Ach Gott, wie ist verderbt Allwelt! Wie wenig zählt noch dein Gebot! Wie fleischlich ist der geistliche Stand und Ehebruch gar keine Schand. Ich ging ahnungslos in eines der Badehäuser. Niemand fand etwas dabei, zu den Frauen in die Zuber zu steigen. Niemand sage, Gott versuche ihn zum Bösen. Ein jeglicher wird von seiner eigenen Lust verlockt. Und doch war ich versucht. Meerstern, Morgenrot. O Palme, Sonnenklare. O Rose, Wunderbare. Du Honigfluss, du Sternenstraße. Kastilien, eine neue Abschrift des Buches zu beschaffen. Und zur Besserung der Fehler und zum Erhalt der Liebe sollte ich zum Grab des heiligen Apostel Jakobus pilgern, um meine schwere Schuld zu tilgen. Ich würde lange, sehr lange, vielleicht ein ganzes Jahr unterwegs sein. In einer mir fremden Welt. Heiliger Jakob, geleite uns durchs Erdental auf kurzer Pilgerschaft zum ewigen Friedenssaal. Deine Huld erwirke Verzeihung aller Schuld. Über 3000 Kilometer hatte Edward vor sich auf dem harten Weg, wie Petrarca die Wallfahrt zum Grab des Apostel Jakobus nannte, zu Fuß. Jenseits des Ärmelkanals würde er auf die Hauptroute in den Süden stoßen. Zu Tausenden waren dort Pilger auf der Nordroute über Paris und Bordeaux nach Santiago de Compostela unterwegs. Pilger aus Böhmen und dem Alpenraum kamen auf südlichen Routen bis zum Sammelpunkt Roncesvalles. Von da führte der Jakobsweg durch die Pyrenäen bis ans Ende der Welt, Finis Terrae. Aber woher kannten die Pilger den Weg? Woher wussten sie, wie weit sie Tag für Tag zu gehen hatten und wo man über Nacht bleiben konnte? Pater Maria Diaz Fernandez holt die wertvollste Handschrift aus dem Archiv der Kathedrale von Santiago de Compostela. Das Buch des heiligen Jakobus, der sogenannte Codex Calixtus, wurde um 1150 von einem erfahrenen Pilger geschrieben. Warum zögerst du, Freund des heiligen Jakobus, nach diesem Ort aufzubrechen, wo sich nicht nur alle Völker und Sprachen treffen, sondern auch die Sünden der Menschen vergeben werden? Für mich ist das fünfte Buch des Codex Calixtus am interessantesten, der Pilgerführer, auch wenn es damals noch keinen Tourismus gab, sondern nur Pilger. Heutzutage würde man sagen, es war der erste Touristenführer Europas. Land und Leute auf dem Weg nach Santiago wurden beschrieben. Die Höhe der Zölle, die Gefahren und die Sehenswürdigkeiten. Der Codex Calixtus war der Routenplaner der Pilger. Im Baskenland verläuft der Jakobsweg über einen sehr bedeutenden Berg, der Caesarpass heißt. Sein Anstieg misst 8 Meilen. Wer ihn besteigt, glaubt, mit eigener Hand an den Himmel reichen zu können. Nicht nur Junge, auch Alte, ja selbst Gebrechliche und Kranke nahmen die Strapazen auf sich in der Hoffnung auf ein Wunder. Jeder Pilger war gehalten, einige Steine auf die Pässe mitzunehmen und sie dort als Wegzeichen aufzuschichten. Europa, so schrieb Cervantes, wurde durch die Araber nach Europa brachten, waren ein großer Fortschritt. Ohne sie wäre die Versorgung der Städte nicht denkbar gewesen. Ganz plötzlich verstummte die Natur. Kein Vogelgezwitscher, kein Eselschrei mehr. Der Wind legte sich. Unheimliche Stille herrschte. Der Mond schob sich vor die Sonne, der Tag wurde zur Nacht. Davon hatte ich gelesen, es aber nie geglaubt. Nun sah ich es mit eigenen Augen. Ketzer sagen, Gott äußert sich nicht durch Zeichen am Himmel. Mir scheint das vernünftig, auch wenn es der Lehre der Kirche und dem Glauben vieler widerspricht. Die Einfältigen hielten das Ende der Welt für gekommen. Aber es war nur eine Naturerscheinung. Schon nach wenigen Augenblicken gab der Mond die Sonne wieder frei. Mit solchen Himmelsscheiben, Astrolabien, lassen sich der Stand der Sterne messen
und die Bahnen der Gestirne berechnen. Mit den Arabern kamen diese astronomischen Instrumente nach Spanien. Bevor die Europäer selbst Fortschritte in den Wissenschaften machen konnten, sagte der Historiker Montgomery Watt, mussten sie erst einmal von den Arabern alles lernen, was zu lernen war. Das half ihnen auch bei Kalenderberechnungen. Denn die christlichen Gelehrten wollten vor allem eines wissen, wann das Ende der Welt bevorstand. Allein Gott Vater wusste, wann der jüngste Tag sich ereignen wird. Doch die Menschen waren neugierig. Obwohl sie seine Stunde nicht berechnen durften, kümmerten sie sich um diese Berechnung und versuchten, die Zeichen, die ihm vorangingen, entsprechend zu deuten. Zeichen am Himmel etwa, Zeichen unter den Planeten, unter den Fixsternen. Und auf diese Weise drang man immer tiefer in die wissenschaftliche Erforschung der Natur ein. So kann man sagen, die Angst vor dem jüngsten Tag hat die europäische Naturwissenschaft hervorgebracht. Das Spanien der maurischen Kalifen war lange das Zentrum der Wissenschaft in Europa. Die Reconquista engte ihre Herrschaft auf Granada ein. Auch nach der Eroberung durch die Christen blieb Toledo eine Stadt dreier Kulturen. Der König und der Erzbischof sorgten klugerweise dafür, dass Araber, Juden und Christen hier lange Zeit verträglich zusammenlebten. So machten sie die Stadt zu einem Wissenschaftszentrum ersten Ranges. Gelehrte Mönche, Äbte, Professoren aus ganz Europa kamen nach Toledo, oft auf der Suche nach Schriften der Griechen und Römer und neuen wissenschaftlichen Werken. In Übersetzerschulen arbeiteten christliche Wissenschaftler mit arabischen und jüdischen zusammen. Gemeinsam übersetzten sie Schriften aus der Antike, die nur auf Arabisch und Hebräisch überliefert waren, ins Kastilische.